Überraschung! Hallo liebe Kinder, heute melden wir uns mit einer Videobotschaft. Habt ihr gestern auch eure erste Kerze am Adventkranz angezündet und gemeinsam gebetet? Also ich fand das richtig schön. Schau, unsere erste Kerze brennt sogar wieder. Und ich finde, Esel Eli hat echt immer die besten Ideen. Ja, das stimmt. Apropos Esel Eli, wo ist der eigentlich? Der wollte uns doch mitnehmen auf einen Ausflug nach... Burkina Faso. Warum weißt du das eigentlich schon wieder? Tja, das ist ein Geheimnis. Marcel, bitte. Na gut, Maria. Weißt du, Esel Eli hat es mir verraten und naja, er ist ja immer so schwer beschäftigt. Oje, armer Esel Eli. Aber sag, das heißt, du kannst uns jetzt erzählen, was wir in Burkina Faso machen? Burkina Faso, Maria. Schau mal. Burkina Faso, das ist ein Land im Westen von Afrika und das liegt hier. Und wie ist es da so? Ja, es kommt ein bisschen drauf an, ob es gerade die Regenzeit oder die Trockenzeit ist. In der Trockenzeit, also, das ist schon ziemlich warm dort. Und wusstest du übrigens, dass Burkina Faso übersetzt heißt Land der ehrbaren Menschen? Hey, das klingt fast so, als wärst du schon dort gewesen. Nein, Maria, ich war noch nicht da. Aber ich kenne da jemanden, der dort lebt. Pater Charlemagne. Das klingt spannend. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Sehr gerne. Also, schau mal. In Burkina Faso und in vielen anderen Ländern der Welt gibt es Familien, die haben nicht das Nötigste zum Leben. Und da müssen dann die Kinder arbeiten gehen. Wie zum Beispiel dieser Junge hier, Musa. Hey, wie alt ist denn er und warum gräbt er da ein Loch? Musa ist 11 Jahre alt. Also, erst mal langsam, Maria, ja? Also, Musa ist 11 Jahre alt. Erst ist er zur Schule gegangen, aber seine Familie hat leider zu wenig Geld und deswegen muss er arbeiten gehen. Das heißt, er arbeitet als Bauarbeiter? Nein, Maria. Weißt du, in Burkina Faso gibt es viele Minen. Nein, Maria, jetzt warte mal. Also, bevor du was sagst. Schau mal, hier gibt es ein Foto. Kinder, seht ihr das? Das ist eine Art Grube oder ein Stollen. Ja, genau. Und da gibt es... ja, so ganz kleine Goldkörnchen. Und Musa sucht danach? Nicht nur er, sondern auch viele andere junge Männer, die glauben, dass sie in den Minen Gold finden können. Aber das ist halt eine ziemlich harte Arbeit, die sie dort machen. Und dann müssen die zuerst einen tiefen Schacht graben und dann müssen die hinunterklettern. Und da gibt es dann unterirdische Tunnels, in denen sie nach Gold suchen. Und dann müssen sie mit ihren eigenen Händen die ganze Erde in Säcke füllen, nach oben ziehen und dann die Erde waschen. Und dafür suchen sie dann in der Erde so kleine Goldkörnchen zu finden. Aber das passiert leider nur sehr selten. Und wenn sie mal Glück haben, dann verdient Musa ja, so weniger als 3 Euro am Tag. Also das klingt schon ziemlich abenteuerlich, oder was meint ihr, Kinder? Ja, und das ist leider auch und ziemlich gefährlich. Also die Tunnels dort, die können einstürzen und in den Minen gibt es so ganz giftige Stoffe. Und wenn die Arbeiter in den Minen diese Stoffe einatmen, dann werden die krank und man kann da sogar sterben. Boah, aber gibt es denn überhaupt keine Alternative oder einen Ausweg für die Kinder dort? Doch, und die bringt Pater Charlemagne. Ah, der Priester! Ja, genau, Maria. Yes. Sehr gut aufgepasst. Also, Pater Charlemagne weiß, dass es nur einen Ausweg aus der Minenarbeit und aus der Armut gibt, nämlich in die Schule zu gehen. Ja, aber dann verdienen sie ja kein Geld damit. Ja, das stimmt schon, aber die Kinder, zum Beispiel auch Musa, der kann dann später mit einer guten Schulausbildung einen guten Beruf ausüben und dann kann er sich selbst und auch seine Familie davon ernähren. Und der Priester hilft ihm und den anderen dabei? Ja, ganz genau. Also jede Woche nimmt Pater Charlemagne den weiten Weg auf sich, um Musa und den anderen Jugendlichen Schulunterricht zu geben. Aber es ist leider nicht so leicht, die Jugendlichen dazu zu motivieren, in die Schule zu gehen. Lass mich raten, Sie glauben, dass Ihnen die Arbeit in den Minen viel mehr bringt, stimmt's? Ja, und Musa und die anderen Jugendlichen haben sehr viel Angst, dass sie sich deswegen nicht mehr um ihre Familien kümmern können und ja, kein Geld nach Hause bringen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Pater Charlemagne ihnen Hoffnung und Zuversicht schenkt.
Boah, also ich finde es echt beeindruckend, was dieser Priester dort macht. Der muss echt mit einer Eselsstärke kämpfen. Oh ja, Maria. Was hältst du davon, wenn wir gemeinsam für Musa und die Jugendlichen dort beten? Ja, gute Idee. Guter Vater im Himmel, bitte sie auf Musa und all seine Freunde, all die Jugendlichen, denen es in Burkina Faso nicht gut geht. Bitte steh du ihnen bei in ihrer Dunkelheit. Bitte schenk du ihnen Hoffnung. Bitte zeig du ihnen, dass du für sie da sein möchtest. O guter Vater im Himmel, bitte sei du ihr Licht und Trost. Amen. Amen. Hey, danke Marcel, dass du mir, dass du uns diese Geschichte von Musa und seinen Freunden erzählt hast. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, liebe Kinder, aber ich werde in Zukunft wieder dankbarer sein, wie gut es mir geht. Sehr gut, Maria. Ich hoffe, dass du und ich hoffe auch, dass ihr, liebe Kinder, gut aufgepasst habt. Und morgen erwartet uns... Psst. Marcel, das ist eine Überraschung.